Jo, und damit, ja, geht's auch wieder weiter mit Minecraft Switch. Ja, wir haben im letzten Part das da oben gebaut. Eine richtig schöne, lustige Kuppel, von der wir dann einen wirklich schönen Schlafplatz hier haben, denke ich mal. Also, wer so lebt, ja, ich würde sagen, da haben wir uns schon einen Luxus erarbeitet. Aber okay. Ja, aber was ich anstelle sonst gemacht habe, das ist... Ja, ich denke, Glas überträgt, da brauche ich auch jetzt nicht da oben noch Fackeln zu setzen. Ich habe auch keine Lust. Nee, aber wir haben vor, zumindest habe ich heute noch vor, hier diesen Raum hier fertig zu machen. Und ich habe schon eine Idee, was ich hier hin mache. Und zwar so eine Art kleinen Besprechungssaal, würde ich mal so sagen. Weil was anderes wird mir jetzt nicht einfallen, tatsächlich. Aber ich habe mal geguckt, was ich hier am besten da mache. Was ich da so am besten machen könnte. Und das ist das Einzige, wo ich jetzt sagen müsste, ja, das würde natürlich passen. Denke ich mal so. Jetzt muss ich nur mal gucken hier, wo ich, Dingenskirchen hätte. Nö. Was wollte ich jetzt nochmal? Bin ich jetzt hier doof? Ja, anscheinend. Nee, ich wollte ein bisschen Lapis Lazuli mitnehmen. Warum will ich Lapis Lazuli mitnehmen? Ich will jetzt nichts verzaubern. Sondern ich habe was anderes vor, tatsächlich. Ich brauche dann noch ein paar Fichtenbretter. Ich mache das mit den Fichtenbrettern. Vielleicht sähe das mit dem Eichen ein bisschen besser aus. Aber ich nehme jetzt einfach das Fichtenbrett. Ich habe jetzt keine Lust mehr, noch extra irgendwo Eichenholz aufzutreiben. Deswegen mache ich das hier. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Lapis Lazuli. Und kriegen nicht das, was ich erwartet hätte. Okay, da muss ich, glaube ich, doch nochmal das Klassische wieder anmachen. Weil da bin ich mir nicht so ganz sicher. Nur ich habe so ein bisschen was mir überlegt, damit ich euch auch was zeigen kann dazu, dass wir was Neues noch bauen. Klassisches Handwerk würde ich wieder anmachen. Ah ja, zuallererst brauche ich aber auch noch Wolle. Genau, da habe ich natürlich auch nicht vergessen. Ich brauche Wolle. Brauchen wir natürlich noch ein bisschen mehr, damit ich mir auch noch... Genau, am besten mache ich mir auch direkt dazu die Gemälde. Wir hatten ja ein bisschen Wolle, ne? Genau. Oh, ja, gut. Gar nicht mal so viel tatsächlich. Aber ich denke, das sollte trotzdem reichen. Und wir haben eine Menge Bücher, die brauche ich auch noch. Die nehme ich mir jetzt auch noch mit, die Bücher. Ja, das Fleisch hier mit... genau, das Zauberbuch packe ich hier auch erstmal rein und dann nehme ich mir noch die Bücher hier mit, genau. So, was habe ich jetzt vor hier? Ganz einfach, was habe ich hier vor? Wir machen uns hier, wir schalten hier um und bauen uns einen Farbstoff, glaube ich. Ich muss mal gucken. Hier, auf jeden Fall kann man hier färben, aber ich muss mal gucken, wo das jetzt genau geht. Ah ja, hier, genau. So, Lapis Lazuli. Brauche ich da einen Lapis Lazuli Block zu? Ah ne, das ist einfach nur der Stoff, glaube ich, ne? Rosenrot. Ne, doch, das sind die Farbstoffe. Ach, oder ist Lapis Lazuli schon ein Farbstoff? Ich glaube, das kann sein, ne? Ich glaube, ja, tatsächlich. Ich würde fast sagen, das ist schon ein Farbstoff auch. Okay, das wäre dann ja gut. Dann machen wir uns ein Banner. Weißes Banner. Eigentlich möchte ich ein blaues Banner haben. Oder müssen wir uns erstmal ein weißes machen? Kann ich aber nicht... Ach, dekorieren. Ach so, ja gut, ich habe aber nichts zum Dekorieren. Da, ja gut. Nee, dann will ich das hier einfärben. Das weißes Bett. Ja, was ist, wenn ich jetzt kein Bett hier färben will? Ach so, hätte ich das machen. Ja, da habe ich was Falsches gemacht. Ich brauche erstmal die Wolle. Jetzt macht das Sinn. Und die Wolle kann ich doch hier. Hier, genau. So, dann machen wir uns. Boah. Ja, gut, 6. Dann können wir uns nur ein einziges Banner machen in Blau, aber okay. Weil mehr Wolle habe ich nicht. Wobei, eine Sache könnte ich euch da noch zeigen, tatsächlich. So, weil da fürchten wir noch eine Schere, aber wir können es jetzt ja auch ständig immer wieder Wolle holen, weil wir ja ein paar Schafe hier in der Gegend haben. Warum fällt mir das jetzt erst ein? Packe ich das mal schnell bei Dekoration, zumindest das Weiße rein. Leiter kann auch schon mal wieder rein. Weil, dann kann ich das ja so machen. Wo haben wir das? Eine Schere brauche ich nämlich, genau. Brauche nämlich eine Schere. Und es wird schon wieder Nacht, das ist doch nicht wahr.
Weil mit der Schere kann ich dann von meinen Schäfchen hier die Wolle entnehmen, ohne dass ich sie umbringen muss. So, und das geht natürlich so ganz einfach. Scher dich zum Schaf. Ja, jetzt sehen sie natürlich etwas nackt aus tatsächlich hier, aber so ist das natürlich der perfekte Weg, an Wolle zu kommen. Und ihr seht schon, wie viel Wolle man da kriegt. Ich habe von allen einfach mal einmal die Wolle abgeschoren und schon habe ich 9 Wolle. Könnte ich mir also noch so ein Banner machen. Aber ich denke mal, 1 reicht. Es gibt natürlich noch so gewisse Möglichkeiten, wie man das noch dekorieren kann, glaube ich. Man kann da irgendwie noch so Köpfe auf jeden Fall da reinsetzen, die man bekommt. Und so weiter und so fort. Aber um mir das jetzt noch durchzusuchen, habe ich da jetzt keine Lust mehr. Das werde ich jetzt hier einfach nur gleich aufhängen hier. Und ich meine auch so in der PC-Version... Boah, sieht das nicht mal geil aus. In der PC-Version ist es sogar auch möglich. Oder auch in anderen Versionen, glaube ich. Handy auf jeden Fall. Dann auch noch halt für ein Schild, das auch noch zu dekorieren. Aber nee, das mache ich mal nicht. Ich hänge das Banner mal hier auf. Sieht doch mal cool aus, ne? Können wir noch schön mit einer Fackel noch dekorieren. So, wenn das nicht mal cool aussieht, dann weiß ich auch nicht mehr. Aber gut, das ist jetzt einfach eigentlich nur dekorationsmäßig Sinn. Jetzt werden wir uns noch ein paar Gemälde machen. Weil wir jetzt dann 9 Stück haben hier. Decoration, genau, jetzt muss ich mal gucken. Da ist Gemälde. Stimmt, Rüstungsständer. Aber wozu brauche ich einen Rüstungsständer? War ja, um meine schöne Dia-Rüstung zu präsentieren wahrscheinlich, aber okay. Ah, und ich brauche noch ein paar Sticks. Oh, mein schönes Holz. Ich muss mir wieder Holz holen. Wahrscheinlich muss ich das offscreen dann. Aber okay. Gemälde. Das Tolle ist ja auch bei Gemälden, die müssen ja nicht so ganz so groß sein. Ja gut, es reichen erstmal 5. Was brauchte ich dann für diesen Rüstungsständer? Weil dann packe ich mal eine schöne Dia-Rüstung hier hin. Ja, was man immer, womit man immerhin alles kommt hier. So, Ja, wir bauen uns hier krasse neue Sachen hier. Was ist das, was wir brauchen? Eine Steinstufe. Okay, lass mich mal raten hier. Das ist nur eine Bruchstein-Ding. Hoffentlich habe ich noch ein paar Steine, die ich noch nicht gebrannt habe. Weil dann geht es alles ein bisschen schneller. Wollen wir mal hoffen. Also die Dekoration kann da erstmal wieder rein. Die Schere kann hier auch wieder rein. Hacke auch. Bücher brauche ich ja gleich noch für die Dekoration. Ah ja, okay, ich habe noch ein paar Steine hier. Wunderbar. Ja gut. Ja, die 5 reichen hier. Mehr brauche ich nicht. Ja, mir reichen ja auch nur 3. Reichen ja auch nur 3 aus. Mehr brauche ich ja nicht. So, Knochen kommt in die Truhe rein. Schön hier aufräumen jetzt hier mal wieder. Wird ja mal Zeit, dass wir wieder so ein bisschen aufräumen hier. Den ganzen Kram, den wir hier schon wieder hier haben, ist ja nicht normal hier. Ja, ganz und gar nicht normal hier. Was kommt rein? Stein brauchen wir gleich. Wunderbar. Gut. Ja, mal sehen, ob wir das in diesem Part noch schaffen. Ansonsten, ja, starte ich mal wieder die nächste Erkundungstour. Aber okay, so, ich habe mir überlegt, dass wir da noch so einen schönen Rüstungsständer machen. Man könnte mit sowas auch noch ganz anders hantieren, aber ich mache das jetzt so. Ach, man kriegt sogar 6 Stück, okay. Interessant, wusste ich gar nicht mehr, aber okay. Ist mir auch okay. So, machen wir uns einen Rüstungsständer. Wir könnten sogar noch mehr machen, aber einer reicht mir. Endstab. Ach, das ist nicht Quelle. Naja, genau. Aber ich habe diese geplatzten Kokosfrüchte nicht. Teppich könnten wir uns auch machen. Vielleicht mache ich das sogar, um das noch zu dekorieren tatsächlich. Aber, genau. Ich will mir noch ein paar, ja, ich will schon ein paar mehr haben. Ich will 6 haben. Was bedeutet, ich darf doch noch mir ein bisschen Holz holen in der Spitze. Und das alles nur, um das hier fertig zu dekorieren. Ach, ist das super hier. Ach, ist das super. So gut vorbereitet mal wieder zu sein, ist doch eine tolle Sache. Ist doch eine richtig tolle Sache, muss ich so sagen. Ist doch mal wieder eine tolle Sache hier auf jeden Fall. So, und bevor ich diesen Baum hier hochkriege, muss ich hier mich nochmal wieder hochbauen. Was ich aber ein bisschen komisch finde, ist tatsächlich, wie wenig Laub solche Fichtenbäume haben. Ist ja fast gar nichts. Ist ja echt fast gar nichts, was, wie wenig Laub die haben. Nämlich nur 4 oder 5 Blöcke tatsächlich nur. Normale Eichenbäume haben da ja viel mehr. Aber okay. Okay, soll mir auch recht sein. Ich glaube, bald habe ich diesen ganzen Fichtenholz hier abgeholzt. Machen wir noch so ein bisschen hier die kaputt für ein paar Setzlinge. Habe ich noch meine Schere da? Nö, die habe ich natürlich jetzt schon wieder eingelagert. Das wäre natürlich praktisch jetzt gewesen. Aber wobei, dann kriege ich ja die Laubblöcke nur.
leider nicht irgendwelche Setzlinge, aber hier kommt einfach kein Setzling raus. Das ist ja nicht so schön. Das ist ja gar nicht so schön. Aber okay. Machen wir nochmal den Baum hier weg. Mal ein ganz kleiner Eichenbaum. Okay. Naja, manche sind auch gar nicht mal so groß tatsächlich hier. Aber kommen echt keine Eichensetzlinge raus. Geschweige denn Äpfel. Aber ich glaube, Äpfel kommen nur von Eichenbäumen. Wenn ich da richtig informiert bin. Nö. Nö, keine Setzlinge. Haben heute keine Lust zu kommen. Naja, gut. Soll mir recht sein. Soll mir recht sein. Aber ich denke, mit den 24 komme ich auch aus. Mit den 24 komme ich da auch aus. Ja, da sollte ich wieder mit auskommen. Um mir da noch ein paar schöne Bücherregale zu machen. Vor allem muss ich auch noch ein paar mehr machen, tatsächlich. Ah, so viel zu tun hier. So viel zu tun. Wobei ich den auch überlege, mir den hier hin. Ja, nee, hier mache ich gar nichts. Ich stelle den hier hin, diesen Rüstungsständer. Er sieht cool aus. In der Tat. Würde ich so sagen. So, jetzt wollte ich mir noch ein paar, da genau noch ein paar, ja, Buch und Feder. Kann man auch tatsächlich machen, so ein Buch, das kann man dann beschreiben. 6 oder 8? Nee, 6 reichen. 6 reichen. Doch, 6 reichen hier. Gut, was man mit diesem Rüstungsständer machen kann, das zeige ich euch gleich. Jetzt mache ich hier aber erstmal noch ein tolles Bücherregal hier hin. Problem ist nur, ich brauche Eichenholz. Sonst sieht das bei dem doof aus, weil ich will ja noch so das ein bisschen mit Holz verkleiden hier. Da brauche ich dann doch noch ein bisschen Eichenholz. Ich meine, ich müsste noch was haben. Naja, 2. Ja, ich brauche auch Eichenholz. Super. Super duper, würde ich so sagen. Wenigstens sind hier noch ein paar Eichenbäume. Wow, die kriegen aber schnell wieder ihre Wolle wieder. Wow. Das war ja doch erst am Anfang des Parts hier. Und schon haben sie wieder ihre Wolle wieder. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, würde ich so sagen. So, machen wir uns hier die nochmal weg. Dann können wir mal gucken, hier, dass wir hier die nochmal kaputt machen. Aber da kommt einfach nichts hier. Nicht mal Äpfel. Weiß nicht, wie ich das finden soll. Ich weiß ja echt nicht, wie ich das finden soll, aber okay. Boah, wie das aussieht, ey. Sieht schon fast ziemlich krass aus. Hier einfach mal so eine Kuppel da oben, die da raushängt. Ja, da kann man sagen, was man will, aber okay. Ja, wunderbar. Hier bin ich durch. Hier muss ich nicht mehr hin. So. Dann machen wir uns hier. Ach, man kann auch Sandstein so herstellen. Interessant, aber warum sollte man das tun? Das frage ich mich hier gerade so. Ah, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte nicht noch. Ja, egal, dann habe ich schon mal eins für das andere. Für die andere Bücherei hier gegenüber von uns. Weil ich brauche nur 6. Weil ich denke mal, mehr hoch will ich mich da nicht bauen für das Bücherregal. Mache ich nämlich hier hin. Das passt nämlich richtig gut, die Wand hier. So, genauso wollte ich das hier nämlich machen. Und dann mache ich jetzt nämlich noch die Seiten hier. Schön mit normalem Holz. Wobei ich auch fast sagen würde, das ist auch Birkenholz, ne? Das könnte auch Birkenholz sein. Es ist so ein Gelbton, den man eigentlich gar nicht hat, aber egal, das passt schon so, würde ich sagen. Ja, doch, das passt schon so. Doch, das passt schon so. Würde ich doch eher sagen, das passt dann doch. Gut, und ansonsten wollte ich jetzt noch, dann können wir das ja sehr gut machen. Hier machen wir uns da noch 1, 2 Treppen. 12, ja, das können wir für eine schöne kleine Tafel hier nutzen, weil ich mache dann so einen großen Tisch hier hin. Problem ist nur, ich muss gucken, wie ich das hier mache von der Fläche her. Ich würde sagen... du nicht. Hier, das ist schon die Fläche tatsächlich, weil größer kann ich tatsächlich hier nicht bauen, tatsächlich. Das Problem ist jetzt hier, wenn ich diese... Ja, genau, die will ich nämlich so hier hinbauen. Die will ich nämlich so hier hinbauen. Boah, wobei das auch ganz schön eine enge Angelegenheit hier wird, sehe ich hier gerade so. Weil das hier gerade auch eine ziemlich enge Angelegenheit hier wird mit dem Tisch. Ich habe ihn schon ein bisschen zu groß gebaut. Weil wirklich viel noch dazu drumherum bauen können wir gar nicht mehr. Ah, ich glaube, ich lasse das erstmal so. Vielleicht mache ich den dann noch ein bisschen anders hin. Muss ich mal sehen. Müssen wir mal dann gucken dann.
Ach, ein Eichensetzling habe ich sogar bekommen. Na gut. Schau mal einer an hier. Was man nicht alles entdeckt. Aber okay. Gut, dann machen wir uns jetzt noch hier eine weitere Treppensatz hin. Einen weiteren Treppensatz. Und dann will ich noch ein paar Bücherregale machen. Ja, oder dann, ach, damit warten wir noch. Damit warten wir erstmal noch. Würde ich sagen, wir machen das jetzt hier oben fertig hier. Das reicht dann auch erstmal. Können wir ja noch die Gemälde hinsetzen. So, nämlich noch an allen Ecken hier. Ja, wie gesagt, es ist eher mehr nur eine Tafel hier. Vor allem können wir jetzt auch gar nicht mehr durch. Weiß ich nicht so recht. Ich glaube, den mache ich doch ein weniger. Ja, doch. Doch, dich mache ich hier ein weniger. Doch. Wir machen dich hier ein weniger. Das sieht sonst nicht aus. Das sieht dann doch nicht sonst so aus. So, und du kommst hier auch noch weg. So, genau, das sieht besser aus. Doch, das sieht besser aus. Dass man hier sich auch noch wenigstens hier herumlaufen kann hier. Würde ich so sagen. Bisschen zu groß das Bild. Bisschen zu groß. Warum setzt ihr mir hier so große, so riesige Bilder hier hin? Gut, den könnte ich zwar auch nutzen, aber das sieht scheiße aus. Das sieht auch scheiße aus. Warum setzt ihr mir hier so blöde Bilder dahin? Das ist immer zufällig, was für ein Bild man da bekommt. Ich habe irgendwie das Gefühl, das hängt auch mit dem Platz zusammen, den man da noch hat. Oh, das sieht cool aus. Das lasse ich so. Das sieht cool aus. Ja, das hat Stil. Das hat Stil. Das lasse ich so. Ich denke mal, ich muss euch nicht sagen hier, was das sein soll. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass das... weiß ich nicht, ob das so gewollt ist. Aber okay. Das lasse ich so. Dann mache ich die Fackeln hier weg. Und setze die dann an diese Seite hier. Komm die weg und stell dich dahin. Genau. Das hat doch Stil. Das hat doch Stil, würde ich mal sagen. Hier, das hat doch Stil. Gut, wo können wir noch ein Bild setzen? Ich könnte noch hier eins hinmachen, aber da habe ich ja schon mein Schild dahin hängen. Hier, ich könnte hier eins hinmachen, aber das... Nee. So ein Skelett will ich da nicht als Bild haben. Also ich muss gestehen, die Bilder, das sind echt ein bisschen... Ja... Halb hässlich, würde ich fast sagen. Gibt es da nicht einfach nochmal eine schöne Landschaftsbilder? Ja, auch kein Creeper. Ein Creeper, der mich begrüßt. Das will ich auch nicht haben hier. Ja, so. Warum nicht gleich so? Solche einfachen Landschaftsbilder. Was ist daran so schwer? Frage ich mich. Eigentlich ja gar nichts. Aber okay. Können wir ja noch auf jeden Fall hierhin eins machen. Hier auf jeden Fall, würde ich sagen. Dahin. Ja, nee. Ich will aber schon ein anderes Bild hier haben. Müssen wir wohl wieder hier einkreisen. Hier, ein bisschen komisch. Das ist mir auch neu. Ja, das ist okay. Damit kann ich leben. Ja, schön Dekorations-Tendo-LP sein. Hier ist noch eine schöne Wand. Nö. 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 Immer noch nö. Nö, auch nicht, aber da haben wir mal was Interessantes gesehen hier. Das wird auch noch interessant werden, dass wir sowas bald mal bauen. Warte mal, dann setze ich mal einen Block nochmal hier hin. Wobei, eher mehr dahin zurück. Obwohl das auch was hat, aber nee. Nee, dann stellen wir den Block dahin. Oh, warum sehen die Bilder hier so scheiße aus? Warum sind diese Bilder, dieses Texture-Pack so doof aus? Ich muss es echt sagen, hier, die sehen doch echt doof aus. Zumindest ist es immer zufällig, aber auch je nach Texture-Pack. Würde ich jetzt das Texture-Pack wechseln, das kann ich euch ja mal zeigen, dann würden wir hier andere Bilder sehen. Ja, oder komm, lass es jetzt mal so. Aber ich will hier keine Spinnen hier haben. Das auch nicht. Gibt es hier noch andere Bilder hier so quer oder gibt's sind das die einzigen Querbilder? Ich habe das Gefühl, das sind die einzigen Querbilder. Dann mache ich mal hier nur ein normales Einzelbild. Aber das sieht auch alles doof aus.
Ja, das geht noch. Das geht noch, würde ich sagen. Ein bisschen blöd hier tatsächlich, was es hier an Bildern gibt. Irgendwie würde ich fast sagen, hier tatsächlich gar nichts fast. Aber okay, ja, hier brauche ich nichts zu setzen. Und sonst, ja, gute Frage. Sonst glaube ich, brauche ich kein. Oder ich setze ja noch ein normales Einzelbild hier hin. Aber da er mir jetzt ständig wieder solche Bilder setzt, packe ich hier noch so eins hin. Ah ja, perfekt. Dankeschön. Gut, dann so sieht das da, denke ich mal, gut aus hier. So sieht das gut aus hier. So ein richtig cooles hier. So ein cooles Bild mit vom Donkey Kong Arcade Game. Nur wie gesagt, das hier unten sieht irgendwie komisch aus. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber okay. Lassen wir das jetzt einfach mal so. Ja, und ansonsten, ich glaube, wir haben keinen Ton zufällig, ne? Es wäre mir, glaube ich, neu, wenn wir ein bisschen Ton hätten. Aber dann würde ich sagen, mache ich noch einen schönen Blumentopf. Mit einer kleinen Blume in der Mitte. Weil wir haben hier ja noch ein bisschen Blume. Wobei, die sieht noch ein bisschen besser aus, die Fliederblume. Aber es sieht mir so, als hätten wir tatsächlich keinen Ton. Was bedeutet, dass ich nochmal schnell kurz es Tag machen lassen werde und dann nochmal kurz gucke, dass ich hier Ton auftreibe. Das ist aber nicht so schwer, weil eigentlich ist im Wasser recht häufig Ton. Muss nur mal gucken, wie das dann nochmal geht. Eine Blumentopfvase zu machen. Aber wie gesagt, das sollte ich ja finden. Hat aber echt was hier, dieses Ding hier. Und da hinten brennt einfach mal ein Zombie mal wieder. Alles Klärchen. Wie du meinst. Aber wie sich einfach mal so ein Raum hier wandeln kann. Ja, ich weiß, es ist so lustig. Ja, ist lustig. Naja, genau. Und wenn ich ja auch schon mal dabei bin, dann kann ich ja noch mal eben ein bisschen Zeugs einlagern und dann noch mal meine Rüstung da wieder schön anbringen. Behalte ich mal hier, mache ich jetzt mal hier hin. Muss das auch noch mal wieder sortieren hier, genauso wie auch die Wolle da, die man auch nicht mehr braucht. Wolle kommt da rein, Lapis Lazuli kann auch da wieder reingehen, hat sich eigentlich kaum gelohnt, aber okay. Ja, ansonsten der Rest brauche ich halt irgendwie dann doch noch. Aber okay, dann nehme ich mir jetzt mal schnell meine Dia-Rüstung hier mit. Muss ich natürlich auch, damit ich das sehe, dann auch die mal wieder hier besser machen, hier, dass wir die noch halten können und natürlich auch noch ein bisschen verbessern hier auf jeden Fall. Ich wette, dass das noch möglich ist, aber gut, hier seht ihr es schon. So kann man auch so einen Rüstungsständer hier bedienen. Muss ich halt nur dran denken hier, dass ich die dann halt auch mitnehme. So, eine wunderschöne Bearbeitung des Dings hier. Und so können wir die auch ganz einfach wieder mitnehmen hier. Also hat halt auch einen schönen Stil hier auf jeden Fall. Kann man nicht auch eigentlich drehen? Irgendwie nicht. Irgendwie auch so nicht, habe ich das Gefühl. Er ist nackt. Ah, egal. So, wunderbar. Gut, wir können sogar reingehen. Das sieht mal cool aus. Sind im Innern eine Eisenrüstung drin, das sieht mal cool. Naja, egal. Ich wollte jetzt noch mir schnell noch ein bisschen Ton holen. Und das machen wir jetzt auch. Weil damit ihr auch mal sieht, wie es aussieht, wenn man wenn man eins Dingenskirchen hier selber macht. So eine Vase. Tonvase. Oh, hier ist schon Wasser fließen. Stimmt, das ist ja auch mal wieder noch so ein schönes Thema hier. Die lustige Aktion, die wir da noch haben. So, jetzt muss ich hier nochmal gucken, hier, wo hier Ton ist. Eigentlich ist Ton so ein Stoff, den man eigentlich recht häufig sieht. Könnte das hier Ton sein? Ne, das ist alles Sand. Das sieht mir nach Erde aus. Irgendwo ein Zombie auch hier in der Nähe. Mal gucken hier, wo wir Ton haben. Wahrscheinlich muss ich da ein bisschen weiter, glaube ich, gehen. Das alles nur wegen Ton hier. Das alles wegen Ton werde ich jetzt schon jetzt den Part hier wieder überziehen. Aber so kennt man es ja von mir. So kennt man es ja von mir. So, hier ist auch nirgendwo hier irgendwie Ton, glaube ich. Das so sehe. Wobei ich glaube, aus Ton kann man sich auch, glaube ich, Ziegel machen. Ah, ja, hier, das ist, glaube ich, Ton, ne? Oder ist das, ah, ne, das ist Kies. Ja, ne, Kies brauche ich hier nicht. Damit kann ich nichts anfangen.
Weil ich glaube, das ist auch so ähnlich grau, graulich, so ein ähnlich grauer, gräulicher Block, glaube ich, Ton. Oder besser gesagt, es ist ja Lehm, genau. Also da ist es ja, glaube ich, erstmal Lehm, glaube ich. Und erst wenn wir es dann verarbeiten, ist es Ton. Glaube ich so. Aber hier haben wir auch überall nur Sand. Das ist nur wieder Kies. Normalerweise ist das ja immer so an Seen, glaube ich. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo hier ein See in der Gegend war. Das ist Erde und das ist ja auch nur Sand. Da ist Ton. Das ist Ton. Das ja, meine ich natürlich. Und ihr seht schon, man bekommt hier richtig viel aus einem Block raus. Haben wir jetzt schon 16 Stück. Nehme ich mal 20 Stück, das reicht mir. Wie gesagt, man kann ja noch so das nutzen, um so unendlich viel, das sollten wir hier auch mal erkunden, sehe ich hier, aber okay. Nutzen, um, ja, sich auch Steinziegel zu machen, um dann ein tolles Haus zu bauen, aber wenigstens hat man dann so einen Stoff, der zumindest ein bisschen sicherer ist gegenüber Feuer, weil wenn ich jetzt hier mal mit meinem Feuerzeug rumhantieren würde bei meinem Haus, das ist, ja, dann weg nach einer Zeit. Und hier ist ein Zombie gestorben, alles klar. Mal krass hier. Aber gut. So, wunderbar. Dann hätten wir das ja jetzt, dann können wir jetzt auch gleich hier schön den Part beenden hier. Haben wir so fast unser, ja, unser Haus hier fertig. So mehr oder weniger. Bis auf halt, ja, den Aussichtsturm und das andere. Aber ich denke, ich werde im nächsten Part da eher mal wieder erkunden, denke ich mal. Wäre ich da doch dafür, dass wir dann da noch ein bisschen erkunden. Hätte ich auf jeden Fall Bock, das mal wieder zu erkunden. Auf jeden Fall. Doch, doch, doch. Sagte ich schon, hier ist jemand drin. Aber das ist ja nur mein, dieser Ding da, weil ich ihn auch hier hinstellen könnte. Aber egal. So, genau, eine Tonvase. Wie geht sie denn? Wie geht denn so eine Vase hier? Zeig mal. Wie geht denn so eine Tonvase? Wo ist sie denn? Immer gut für... Ah, da. Ich bin blind. Ach ja, ein Plattenspieler. Könnten wir auch mal machen hier tatsächlich. Ach, und man kriegt normales Leder aus Hasenleder. Ah, ja, auch interessant. Mit Ziegeln. Und ich glaube, ein Ziegel kriegt man, wenn wir hier Lehm einschmelzen, ne? Ich denke, das dürfte so sein, wenn ich richtig informiert bin. Gut, dann machen wir jetzt mal kurz eben, bis wir die da fertig haben. Und dann, denke ich mal, sind wir gut aufgestellt. Ja, wunderbar. Gut, da kriegen wir die Ziegel raus. Das ist schön. Das ist eine schöne Sache. Ah ja. Lager- und Netherportal habe ich. Das könnte ich auch mal ein bisschen umändern hier wieder. Mein Check... Checkzettel sozusagen hier. Ach, man kriegt doch Erfahrungspunkte. Na, dann mache ich das wohl noch fertig hier. Dann mache ich das Leben hier auch noch zu Ziegeln. So, wunderbar. Dann können wir uns jetzt noch einen schönen, Blumentopf machen, Topfpflanzer. Ja, ja. Auch nochmal wieder ein Achievement, obwohl wir schon so einen Topf haben. Haben wir jetzt erst das Achievement bekommen. Und den setze ich hier natürlich wunderbar, zumindest halbwegs, hier auf diesen Tisch rein. Warum darf ich diese Pflanze hier nicht reinsetzen? Das verstehe ich jetzt hier nicht. Darf man wieder nicht da in so eine Vase reinsetzen? Darf man da nur normale Mini-Pflanzen machen? Na, okay. Dann halt eben nicht. Dann machen wir das halt eben so. Dann machen wir das halt eben so. Ist mir auch recht. Soll mir auch recht sein. Packen wir das Flieder wieder rein und nehmen uns eine normale Rose bzw. Mohnblume. Ich frag mich ja, warum die nicht rosa hieß. Die nicht früher mal Rose, diese Blume hier? Naja, kann sein. Und so viel Quatsch hier nur, um das hier hinzumachen. Hier ist das nicht der Wahnsinn hier. Ja, finde ich auch. Aber gut, ich würde sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann schaltet auch beim nächsten Part wieder rein. Und ja, dann werden wir mal gucken, was wir noch so Schönes hier machen. Ich denke mal, viel dekorieren kann ich hier ja nicht mehr. Vielleicht noch hier so ein paar Stühle hier hinstellen. Vielleicht, mal gucken. Sind halt auch nur Treppen, aber okay. Hier kann ich ja gar keine Treppen mehr hinstellen, außer ich sag mir dann doch noch, ich mache den noch ein bisschen kleiner, aber okay. Ja, und ansonsten danke fürs Zuschauen und euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part von Minecraft Switch Edition. Bis dann und tschüss, euer Jack.